Fünf Gold. Aber ich weiß jetzt noch nicht wirklich, wie ich an Kohle komme. Rote Pampe. Hallo. Wir verkaufen jede Menge hochwertige Produkte. Oder mit der Kraft von Smack hergestellt. So fällt hier etwas aus. Okay, Schwert habe ich schon, aber Smack-Stiefel habe ich doch nicht. Okay, passt. Irgendwelche Aufmerksamkeit, weil die Welt bald vom großen Zerstörer vernichtet wird. Heißt das noch lange nicht, dass er seine Existenz lag nämlich. Nur wer den Propheten geholfen hat, wird gerettet. Ich behaupte mal, ich krieg keine guten Informationen von den Typen raus. Die Schüler trainieren bei der Pyramide des Propheten im Westen von ihm. In ihr Gestein ist ein riesiges Auge gemeißelt, könnt sie nicht verfehlen. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Ist das das Weißenhaus? Ja. Oder? Früher zur Zeit des Kaiserreichs war das hier ein Waisenhaus für Kinder, die ihre Eltern im Krieg verloren haben. Heutzutage ist es ein Heim für Leute, die von den Händlern in den Bankrott getrieben wurden und jetzt mittellos sind. Ich hätte mich lieber um die Kinder kümmern sollen. Den Erwachsenen geschieht es recht. Ist ihre eigene Schuld, dass sie bankrott gegangen sind, stimmt's? Warum sie es wohl getan haben? Hat sie denn niemand gewarnt? Warum habe ich den Vertrag bloß unterschrieben? Diese Frage stelle ich mir Tag für Tag immer und immer wieder. Meine Frau kann mir einfach nicht verzeihen. Wenn man bedenkt, dass man mir immer eingeschärft hat, Nein zu Händen zu sagen, die Massachen verkaufen wollen, die ich nicht brauche. Jo. Lass mich in Ruhe, ich will einfach nur in Frieden sterben. Ich habe echt alles versucht. Ich habe hart gearbeitet und wäre um ein Haar Händler geworden. Jetzt habe ich alles verloren. Das ist alles meine Schuld. Ganz allein meine Schuld. Okay. Glückliche drei Lektionen von Miyazaki Goto. Lektion 1, siehe Lektion 3. Lektion 2, siehe Lektion 1. Lektion 3, siehe Lektion 2. Hä? Das ist eine Endlosschleife. Na, als ich klein war, habe ich mich immer mit meinen Freunden in der Kanalisation versteckt. Dort wimmelt es vor Ratten und anderen ekligen Dingen, aber was hatten wir Spaß? Doch seit der großen Katastrophe habe ich einfach die Lust am Leben verloren. War ich hier schon drin? Mann. Mutti macht sich große Sorgen. Sind alle Erwachsenen so? Jupp. Okay, nichts zu klauen. Nichts zu klauen! Unsere Familie ist seit Generationen arm. Aber früher konnten wir zumindest die Sonne sehen. Jetzt wird alles mit Smack betrieben. Der Rauch verdeckt die Sonne und alle werden krank. Die einzigen, die immer reicher werden, sind die Händler. Und was haben wir davon? Mach mir Sorgen um die Zukunft meiner Tochter. Ah ja, berechtigt. Glaubt ihr wirklich, dass der große Zerstörer die große Katastrophe verursacht hat? Was hat es mit den fünf Schlüsseln auf sich, die er zu finden muss, bevor er die Welt zerstört? Hier ist noch ein Haus. Haha! Ach, wie einfach es doch ist, mit einem Smack herzukochen. Ohne komme ich nicht mehr zur Rande. Was? Ihr habt gehört, dass Smack-Abgase giftig sind? Aber früher oder später sterben wir doch alle. Außerdem hat er mich so viel gekostet, dass ich ihn gut ausnutzen muss. Mann. Irgendwie wird das Ganze immer schlimmer.
So. Wo waren wir denn noch nicht? In dem fetten Haus da vorne. Da waren wir schon. Die Miliz wird nach und nach mit Patrouillen der Anhänger des Propheten ersetzt. Oh, ich bin aber kein Frevler. Vielleicht sollten diese Dinge voneinander getrennt werden. Okay, ich glaube, von denen erfahre ich auch nichts Wichtiges. Ist das nicht das Polizeiquartier? Viel lieber hier als in der Taverne essen. Dann könnte ich Geld sparen und mir ab und zu eine Mahlzeit beim McDonald's essen. Allein beim Gedanken läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Dass dieser McDonald's so gut geworden ist. Sowohl der Prophet als auch die Miliz haben ihre Regeln. Erste Regel der Miliz, über die Miliz wird nicht gesprochen. Zweite Regel der Miliz, über die Miliz wird nicht gesprochen. Und fragt mich bloß nicht nach Regel Nummer 34. Ich glaube, es ist über die Miliz wird nicht gesprochen. Nach einem langen, schweren Tag ruhen sich die Mitglieder der Miliz hier in der alten kaiserlichen Wachstube aus. Schon komisch, wenn man bedenkt, dass während des Krieges vor 100 Jahren Soldaten hier lebten. Um den Krieg zu gewinnen, hatten sie bestimmt sehr fähige Leute. Ja, von denen haben wir ja viel gehört. Ich habe im Wein 10 Gold gefunden. 50 Gold. Nein, nicht dem. In der Kommode. Okay. Da kann ich zweimal klauen. Saku, überprüfen wir zuerst alles nochmal. Mimi, hast du den Schlüssel? Ja, Saku. Ich hab ihn. Toll. Wie sieht's mit dir aus, Ribbon? Hast du die Karte? Ja, Boss. Ich hab die Karte. Hammermäßig. Hiermit erkläre ich Operation. Kein Spielzeug, aber viele Bücher veröffentlicht. Zacko, ich glaube, wir sollten uns einen besseren Namen für unsere Operation ausdenken. Ich auch. Wie wär's mit Operation Super Mimi? Ah, nein. Mimi, es ist nicht nur deine Operation, sondern die von uns allen. Deshalb schlage ich vor, Operation Sakko und ihre Freunde. Auf gar keinen Fall. Warum sollte unsere Operation nur deinen Namen tragen? Wie wär's mit, weil es meine Idee war? Und ich habe den Schlüssel von meinem Vater gestohlen. Wenn er das herausfindet, kriege ich mindestens 3 Tage lang keinen Nachtisch. Das heißt, ich bin derjenige, die hier das größte Risiko eingeht. Hört auf mit dem Streiten, ihr zwei. Ich will einfach nur die Bücher lesen, die in der Bibliothek versteckt sind. Ohne Spielsache ist es so langweilig. Also, warum nennen wir unsere Operation nicht Operation Bücher für Rim? Nein! Buhuhuhu. Ihr seid so gemein zu mir. Gleich fange ich an zu weinen. Rim. Also ist echt. Mach bloß kein Theater. Hey, wieso gehen wir nicht in unser Hauptquartier zurück, um den Namen zu finden? Gute Idee, Bibi. Los, alle zusammen zurück ins Hauptquartier. Hey, wartet auf mich. Wo ist das Hauptquartier? Ah, das Gefängnis. Ihr seht nicht aus, als wäre ich hier aus der Gegend. Wenn ich euch einen Rat geben darf, versucht in der Nähe von Anhängern oder bestimmten Mitgliedern der Miliz nicht zu verübeln. Mir persönlich macht es ja nicht aus, manche von ihnen sind aber ein bisschen übereifrig. Was man unter Favor versteht? Ach, da gibt es jede Menge und sie scheinen tatsächlich noch kompromissloser zu werden. Wisst ihr was? Sagt am besten einfach gar nichts. Ihr seht sowieso nicht besonders redselig aus. Yes? Das alte kaiserliche Gefängnis wurde aufgegeben, weil es nicht mehr gebraucht wurde.
Ach, Kriminelle gibt es nach wie vor jede Menge, vor allem Frevler. Aber sie unterzubringen und zu versorgen war zu teuer. Versteht mich nicht falsch, wir sind keine Barbaren. Wir richten sie nicht hin oder so etwas. Das wäre sowieso viel zu teuer. Nein, stattdessen schicken wir sie in den Smug. Smug, Smug. Ich nenne es einfach Smug. Bisher ist es noch keiner jemals zurückgekommen, aber immerhin geben wir ihnen eine Chance. Oh oh. Da waren wir drin. Wer bist denn du? Als ich noch klein war, habe ich oft auf den Straßen von Genua gespielt. Mal nach der großen Katastrophe verwandelt sich die Stadt in einen schrecklichen Ort, in dem die Händler und der Prophet versuchten, die Macht an sich zu reißen. Und der Smug, bringt mich zum Husten und viele Bewohner sind davon krank geworden. Seitdem besuche ich Genua so selten wie möglich. Ist das vielleicht eine Anspielung auf Final Fantasy VII? Und Midgard? Wenn ich in diesen Brunnen blicke, denke ich an die Zukunft. Der Prophet hat sie uns offenbart. Allein kennt die Wahrheit. Wasser wird die Welt überspülen und alles wird überflutet sein. Der große Zerstörer bereitet sich schon vor. Doch der Prophet wird uns retten. Wer ist dieser Prophet? Los, sag es mir. Was ist da eigentlich? Vor langer Zeit war das der Kaiserpalast. Jetzt arbeitet hier der Händlerrat. Die meisten Händler leben im Palast. Nur einige wenige wie Herr Schlammassel wohnen in der Stadt. Der lebt noch immer. Oh oh. Wir haben seine Kohle gestohlen. War das schon mal im ehemaligen Kaiserpalast? Ja. Oh, wie habt ihr das gemacht? Nur der Händlerrat hat Zugriff zum Palast. Hier ist nichts. Dass ich die Kamera nicht verstellen kann. Das. Was ist mit dem? Hä? Wie? Wenn ich flach auf dem Boden liege, kann ich mit dem großen Zerstörer kommunizieren. Er wird die Welt vernichten, um sie wieder aufzubauen. Glaubt ihr, er kann mich hören? Okay, ja. Ich glaub's auch, ja. Seht mal die kaiserliche Bibliothek. Ich weiß nicht, wie sie jetzt ist, aber zu meiner Zeit war sie früher die vielen Dokumente bekannt. Ich wette, da drin würden wir so einiges über diese Zeit herausfinden. Außerdem enthält sie wahrscheinlich Informationen über den Standort der meiner Geliebten, da der, mit dem wir hergekommen sind, zerstören würde. Müssen wir einen anderen finden, um nach Hause zurückzukehren. Aber Megalithen sind recht selten, und selbst wenn wir einen finden, wie sollten wir ihn aktivieren? Ganz davon abgesehen, dass er uns in ein völlig neues Zeitalter bringen könnte. Hey los, jetzt seid doch nicht so negativ. Was bleibt uns schon außer es zu versuchen? Nichts! Was wir auch tun, es wird nichts ändern. Mein Volk, mein Sohn, alle tot. Arg! Ich glaube, Helios braucht etwas Zeit, um sich anzupassen. Versuchen wir so schnell wie möglich an Informationen zu gelangen. Ja, wir müssen Mimi finden. Forscher gestattet, außer ihnen hat niemand einen Schlüssel. Ja, ich weiß. Er will dann schon Bücher lesen. Komplett sinnlos. Okay, das heißt, wir müssen Mimi finden. Und da wir hier eigentlich so gut wie fertig sind. Wo könnte Mimi sein? Wir waren in allen Gebäuden, bis auf das hier. Ja, das ist eine Super Mario Referenz.
Um Himmels Willen, Marion! Habe ich nicht tausendmal gesagt, dass ihr die Laken nicht knittern sollt? Aber es wird hier absolut keinen Sinn für Perfektion. Der große Zerstörer verlangt nach Perfektion. Nicht jeder der Propheten, der den großen Zerstörer vertritt. Die gnädige Frau ist so anspruchsvoll, dass ich vor ihr mehr Angst habe als vor dem großen Zerstörer. Ich bin noch nicht mal sicher, ob er überhaupt existiert. Bei der gnädigen Frau könnte ich mir da gar nicht sicher sein. Ich habe ganz ohne Absicht gefremdet. Ich flehe euch an, bitte liefert mich nicht den Anhängern aus. No, no, no. Ja. Ja, darum brauchst du nicht bibbern. Dave, wer bist du? Herr Schlammassel. Seid gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun? Was seid ihr? Ach, ich bin nichts weiter als ein bescheidener Händler aus einer langen Reihe von Händlern. Mein Großvater übte bereits zur Zeit des Kaiserreichs den Beruf des Kaufmanns aus. Er war ein echter Held, der jenen half, die im Krieg nach Genua hinein oder von dort weg wollten. Er hat vielen Leuten einen Gefallen getan und sein Geld mit harter Arbeit verdient. So wurde das Haus Nebelhorn geboren. Eine recht schöne Geschichte, findet ihr nicht doch? Was kann ich für euch tun? Große Katastrophe ereignete sich vor 60 Jahren, am 50. Jubiläum des Sieges des Kaiserreichs über die Dämonen. Niemand weiß genau, was passierte, außer dass eine gewaltige Explosion des südlichen Teils des Kontinents ausrottete. Auch Genua kam nicht ganz ungeschoren davon. Und das Chaos, was folgte, führte schlussendlich zum Untergang des Reiches. Zum Glück waren die Händler da, um die Ordnung wiederherzustellen. Was kann ich für euch tun? Ja, die Händler. Nach der großen Katastrophe waren mein Vater und seine Händlerfreunde für das Kaiserreich die Rettung. Sie gründeten den Rat, der die für Genuas Überlebenden notwendigen Maßnahmen erleitete. Bei all dem Chaos musste jemand schnell handeln. Die Miliz wurde gegründet, um die Armee zu ersetzen. Das alte kaiserliche Steuersystem wich einem fairen System. Sie gaben den Leuten ihre Freiheit wieder. Seitdem steht es allen Bürgern frei, Handel zu betreiben und reicher zu werden. Selbstverständlich werden alle Händlersöhne Selbsthändler. Aber immerhin steht die Chance allen offen. Was kann ich für euch tun? Der Smog. Die Explosion der großen Katastrophe hinterließ ein klaffendes Loch, das mit einer merkwürdigen Substanz gefüllt war. Da niemand genau wusste, worum es sich dabei handelte, nannten die Leute es Smog. Unsere Wissenschaftler fanden bald heraus, dass sich der Smog als Energiequelle verwenden ließ. Die Händler erhoben Anspruch auf das Monopol, Smog zu kaufen und zu verkaufen, und errichteten die Smog-Line, um ihn nach Genua zu transportieren. Seitdem wird alles hier mit Smog betrieben und jedes Mal, wenn jemand welche verbraucht, fließt noch mehr Geld in die Taschen des Rates. Ist Technologie nicht wunderbar? Ein Boot! Ihr wollt also zur Fluchtinsel? Ja, es ist ein merkwürdiger Ort. Ich an eurer Stelle würde mich davon herhalten. Aber wie ihr meint, ihr braucht nicht weiter als eine von mir unterzeichnete Erklärung zur höheren Gewalt, um ihn zu stechen. Natürlich nicht unentgeltlich. Nicht wirklich. Oh! Ach, das ist eines der Abzeichen meines Großvaters. Yes! Ich dachte, die wären alle in der großen Katastrophe verloren gegangen. Sie haben ausschließlich die Ellenwerte. Überlasst es mir im Austausch für einen Geleitsbrief. Danke. Hier bitte, wir versprochen. Yes! Okay. Passt. Mann! Yes! Die große Katastrophe, mein Dorf, vom Smack geschluckt. Und seht euch an, was das Genur geworden ist, rief. Ist das wirklich unsere Zukunft? Er hat keine Dämonen erwähnt.
Sie müssen sich irgendwo verstecken. Ich kann nicht glauben, dass sie sich alle in Luft aufgelöst haben. Das ist nicht das größte Problem hier. Mein Dorf, meine Eltern, alle verschwunden! Eve, wir müssen diese Gotteskatastrophe verhindern. Ich verstehe eure Angst, Fräulein Viola. Wenn es jedoch tatsächlich möglich ist, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, dann sollten wir mit der Rettung meines Volkes anfangen. Das lässt sich nicht ändern, Helos. Die Niederlage der Dämonen ist Geschichte. Ich habe über sie in der Schule gelernt. Sie ist Teil der Vergangenheit. Doch was hier geschehen ist, das ist noch nicht passiert. In eurer Vergangenheit vielleicht, Fräulein Viola. Für mich ist eure Gegenwart aber meine Zukunft. Was aus dem Kaiserreich wird, das geht mich nichts an. Aber ich will, dass mein Volk am Leben bleibt und nicht von unserem Feind ausgelöscht wird. Aber wenn das Kaiserreich die Dämonen nicht bezwingt, dann könnte sich alles ändern. Was ich damals sagen will, vielleicht würde es mich gar nicht ergeben. Es ist einfach so riskant. Was ist mit den Leuten, die hier und jetzt leben? Vielleicht verschwinden sie auch, wenn ihre Vergangenheit verändert wird. Macht euch das gar nichts aus? Aber wer weiß denn schon genau, was geändert werden kann und was nicht? Vielleicht existiert das alles ja schon. Vielleicht sind wir ja schon hergekommen, das alles getan und egal, was wir machen, nichts lässt sich ändern. Boah, das ist so der Mindfuck. Entschuldige, Leute. Wisst ihr, was hier los? Ich weiß es einfach nicht. Aber zumindest werde ich es probieren. Mehr können wir nicht tun. Was ist mit euch, Leaf? Glaubt ihr, wir können die Zeit beeinflussen? Ja! Das sieht ihr hier los. Leaf ist auch optimistisch, genau wie ich. Rappe was anderes übrig. Und wir könnten was, glaubt ihr, sollten wir ändern? Beides. Danke, Super Mario. Ich wusste, dass er auf euch verlassen ist. Seid ihr sicher, Leaf? Ziemlich riskant. Könnte das Gleichgewicht der Welt aus den Angeln nehmen. Wir müssten aber trotzdem das Rad der Geschichte zurückziehen können. Ich weiß nicht, worauf ich hoffen kann oder darf. Als allererstes müssen wir einen Magelliten finden. Da bin ich komplett eurer Meinung, Gilles. Lasst uns zur Bibliothek gehen und Informationen rauskommen. Ich habe das Gefühl, dass wir so herausfinden, wo es einen Magelliten gibt. Habt ihr das gehört, Leaf? Brechen wir auf. Ja, wir müssen noch immer Mimi finden. Ah ja, nur für die, die auch LOL kennen. Mimi hat extrem ausgesehen wie Annie. Ich glaube, ich bin mir sicher, das ist Absicht. Okay, hier ist nichts mehr zu holen. So, jetzt muss ich nur noch Mimi finden. Die Frage ist nur, wo ist sie? Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr in der Stadt. Dafür habe ich nicht genug Kohle. Auch nichts.